In Sachen Lebensqualität nimmt Wien, die Hauptstadt Österreichs, in internationalen Rankings immer Spitzenplätze ein. Zum Teil ist das bestimmt auf die innovative Wohnbaupolitik der Stadt zurückzuführen. Leistbaren Wohnraum schaffen, der höchsten baulichen und ökologischen Standards entspricht, das ist das Ziel der lokalen Regierung. Mit unserer Geschichte des sozialen Wohnbaus, mit den auch damit verbundenen Greenhousing, mit den Bemühungen der Stadt Wien im Bereich vom Klimaschutz, haben wir natürlich Versuche unternommen, Schritte gewagt, die man in anderen Städten so nicht gemacht hat. Die Geschichte des sozialen Wohnbaus geht in die Zwischenkriegszeit zurück. Damals, als die Wiener Bevölkerung mit einer massiven Wohnungsnot und Massenverelendung zu kämpfen hatte. Das war der Beginn des großen Wohnbauprogramms, vor allem mit dem Gemeindebau, aber auch mit der Bildung von Genossenschaften. Und ist sicherlich heute im Wesentlichen auch die Grundlage, dass es leistbares Wohnen in dieser Stadt gibt. Fast 60% der Wienerinnen und Wiener leben im sozialen Wohnbau. Die Stadt fördert jährlich 5.000 bis 7.000 Wohnungen. Alle neuen Projekte sind Ergebnis eines Wettbewerbs. Dieses Prinzip fördert kostengünstige Lösungen, die innovative Architektur und ökologische Qualität vereinen. Es soll auch der ökologische Wohnbau kein Elitenprogramm sein, sondern soll sich niederschlagen in allen Wohnformen. Aus diesem Grund heraus haben wir bereits seit mehr als 10 Jahren verpflichtend im geförderten Wohnbau Niedrigenergiehausstandard. Als Teil der Bemühungen, Wien zu einer Radfahrstadt zu machen, ist die Bike City entstanden. Dieser soziale Wohnbau spart die Hälfte der Autostellplätze ein, um Rädern mehr Platz zu machen. Eine der Grundideen der Bike City ist die, dass es wesentlich einfacher sein soll, das Fahrrad zu benutzen, als wie runter in die Garage zu fahren und das Auto zu nehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Fahrräder wirklich bis vor die Wohnungstür gebracht. Es hat sich diesbezüglich relativ auch viel verändert in den letzten Jahren, nämlich dass wesentlich mehr Stellplätze für Fahrräder geschaffen werden müssen im Wohnbau. Die Bike City befindet sich direkt an einer großen Parkanlage und in unmittelbarer Nähe zu U-Bahn und Radwegen. Wien ist auch Heimat des größten und höchsten Holzhauses Österreichs. Das 7-stöckige Gebäude ist aus 2400 Kubikmeter Holz konstruiert. Der Vorteil sicher ist die Energiewerte. Also die Energiewerte, die da ausgezeichnet wurden. Holz ist warm und Holz ist auch kühl. Und dadurch im Winter wenig Heizkosten und im Sommer angenehm kühl. Wir haben durch dieses leichte konstruktive Material die Möglichkeit, dass wir einen hohen Vorfertigungsgrad in der Produktionsstelle bereits vorfertigen können, das auf die Baustelle bringen. Und das wirkt sich natürlich jetzt im urbanen Umfeld besonders aus, dass du eine kurze Bauzeit hast. Menschen mit niedrigem Einkommen kommt die Stadt mit den sogenannten Smart-Wohnungen entgegen. Also günstige, kompakte Wohnungen, die ideal für junge Leute am Anfang ihrer Karriere genauso wie junge Familien sind. Dank des reduzierten Wohnraumes halten sich auch die Energiekosten in Grenzen. Wir haben darauf geachtet, dass die Wohnungen klein sind und kompakt sind, dass wir da keine Flächen verschwenden. Und dafür haben wir zum Beispiel Gemeinschaftsräume dann errichten können. Sei es die Sauna, Veranstaltungssaal, Fitnessräume. Ich glaube, das unterscheidet dieses Bauwerk von anderen.